Hallo und herzlich willkommen hier auf Myfelder.de. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Interferenz am Doppelspalt. Interferenz, das ist die Überlagerung von Wellen. Das heißt, wir haben in unserem Fall einen Doppelspalt, wir gehen da drauf mit einer Welle, der Lichtwelle. Also Licht ist für uns in diesem Fall eine Welle. Wir nehmen da monochromatisches Licht, das heißt Licht mit einer Wellenlänge. Das kann zum Beispiel ein grüner Laser sein oder ein roter Laser oder irgendetwas in der Art. Nun, wir haben hier also die zwei Spalten. Wir geben dem Abstand einen Namen und sagen einfach mal, das ist D. Wenn wir uns das anschauen, haben wir hier hinten einen Schirm. Und wenn wir das Experiment jetzt durchführen würden, also mit dem Laser auf einen Doppelspalt, dieses D ist sehr, sehr klein, also wir kommen mit diesem Laser da gut zurecht. Das sind also kleiner als ein Millimeter. Wir schießen hier drauf und wir stellen fest, auf dem Schirm taucht nicht ein Maximum in der Mitte oder zwei direkt nach dem Spalt auf, sondern wir bekommen ein Maximum hier und hier und immer weiter. Wir haben viele Maxima. Nun, wie kann ich mir das erklären? Wir haben hier und hier jeweils wieder sozusagen Keimzellen einer neuen Lichtwelle. Die breiten sich natürlich wellenartig hier aus, also immer aus diesen Halbkreisen. Und für uns ist natürlich wichtig, bei einem Maxima, wir haben Interferenz, zwei Wellen überlagern sich. Es müssen einfach immer die Maxima der Wellen sein. Das heißt, wenn ich so eine Welle habe, muss immer so ein Wellenberg auf einen anderen Wellenberg an den Punkt treffen, damit wir ein Maxima haben. Das heißt, wenn ich diesen Strahl hier und diesen Strahl hier vergleiche, sehe ich, dass die unterschiedliche Längen haben. Diese hier unten ist etwas länger. Und zwar genau diese Strecke hier unten, ich mache hier einen rechten Winkel hin, diese Strecke ist auch länger. Wie kann ich dies ausrechnen? Nun, ich habe hier einen Winkel, den nennen wir Theta. Und jetzt können wir ausrechnen, wir wissen, Sinus Theta ist gleich Gegenkatheter, also dieses Stück hier. Und jetzt wissen wir, dieses Stück muss ein Vielfaches von Lambda sein, also von der Wellenlänge. Also immer Abstand der Berge ist die Wellenlänge, also ein Vielfaches von dieser Wellenlänge muss es sein, damit wir wirklich Berg auf Berg treffen. Also kann ich sagen, es muss m mal Lambda sein. M ist also eine natürliche Zahl, 1, 2, 3 und so weiter oder 0. Und jetzt, wenn ich das schon hier so mache, dann gibt es natürlich für jedes m, also wenn es einmal Lambda ist oder zweimal Lambda oder dreimal Lambda, umso länger wird diese Strecke hier, also ändert sich auch mein Winkel Theta, also indiziere ich den mit m. Und dann heißt Sinus ist GKT durch Hypotenuse, also durch d. Das hier muss gelten für ein Maxima. Man schreibt diese Maxima-Bedingung meistens anders. Man multipliziert noch mit d, das heißt, man sagt d mal Sinus Theta m muss sein m mal Lambda. Ihr seht also, das ist wellenlängenspezifisch. Habe ich Licht mit einer anderen Wellenlänge, also grünes und rotes, dann habe ich unterschiedliche Maxima. Das heißt, wenn ich hier mit einer normalen Tageslicht draufgehen würde, würde ich hier hinten eine Aufspaltung der verschiedenen Farben hinbekommen. Nun, wir haben nicht nur Maxima, sondern zwischen den Maximas, wir haben gesehen, das ist ein bisschen ausgewaschen im Experiment und dazwischen gibt es dann Punkte, wo wirklich gar kein rotes oder grünes, je nachdem was für ein Laser ich hatte, Licht durchgekommen ist. Dort ist also ein Minima. Wie entsteht ein Minima? Na, beim Minima habe ich genau Maximum und Minimum, es hebt sich genau gegenseitig auf. Und wir haben somit die Bedingung, dass es hier ein halbes Vielfaches von Lambda ist, also 0,5 mal Lambda, 1,5 mal Lambda, 7,5 mal Lambda. Wie kann ich das ausdrücken? Wir wissen also auch wieder, Sinus Theta m muss sein m minus 1,5 mal Lambda. M ist wieder eine natürliche Zahl, also 1, 2, 3, 4, 5 minus 1, m minus 1,5, das gibt auf jeden Fall immer eine 0,5 Zahl. Durch d. Wenn ich das wieder umschreibe, gibt es die Minimumbedingung. D mal Sinus Theta m ist gleich m minus 1,5 mal Lambda. Auch das ist wellenlängenspezifisch.
spezifisch. Nun, was natürlich für uns viel interessanter ist, wir möchten gern auch hier wissen, an welcher Stelle kommt eigentlich mein Maxima. Also nehmen wir hier mal den Abstand, die Mitte des Spalts, hier rüber, sagen, das Ding ist breit L, also hat die Breite L. Und dieser Abstand von der Mitte zu unserem Maxima nennen wir YM für das Maxima, M, also 1, 2, was auch immer. Natürlich kann es auch hier unten sein. Und jetzt wollen wir uns das auch wieder ausrechnen. Wir sehen, wir können einfach hier wieder ein Dreieck bilden. Dieses hier und hier dieser Winkel ist in etwa auch Theta, M. Und jetzt können wir haben hier die Gegen- und die Ankathete, sagen Tangens Theta M ist gleich YM Gegenkathete durch L Ankathete. Jetzt gilt für kleine Winkel, Alpha, gilt, dass Sinus Alpha in etwa Tangens Alpha ist. Wie gesagt, dieses Stich hier drüben, das ist eigentlich alles sehr klein. Unsere Winkel sind alle sehr klein. Das heißt, wir können das wirklich ansetzen. Wir wissen also, auch Sinus Theta M kann man schreiben als YM durch L. Das ist so in etwa. Wir wissen aber, Sinus Theta M kann ich schreiben als M mal Lambda durch D. Und wenn ich jetzt auflösen möchte nach diesem Abstand des Maximas, muss ich noch mit L multiplizieren. Wir kommen auf YM ist gleich M mal Lambda mal L durch D. Nun, für den Minima könnt ihr das genau gleich herleiten. Ich habe zu wenig Platz dafür. Versucht es selber, ihr werdet herausfinden, dass hier, wo jetzt M steht, einfach wieder M minus 1/2 steht. Sieht eigentlich genau gleich aus. Ansonsten schaut wieder mal auf www.myrelle.de vorbei, klickt euch durch die Videos. Vielen Dank.